Herzlich willkommen zur 72. Folge von Agrarian Skies 2. Fangen wir erstmal mit den guten Sachen an, würde ich sagen. Musik kommt. Das ist traurige Musik. Ich hatte gute Sachen. So ein paar gute Sachen. Ich mach mal das da. Das ist so neutral. So. For the hoarding. Ich habe die Liquid DNA jetzt fertig. Das heißt, wir kriegen ein Reward back. Und Alchemite habe ich fertig. Das heißt, wir kriegen Rare Treasure und ein Reward back. Rare Treasure wird zwar nichts Tolles drin haben, aber... ja. Nur Quatsch. Sehr rare. So, natürlich ein Greater Reward back. Wahnsinn. Okay. Und einen Epic Reward back. Epic. Ich wiederhole es nochmal. Epic. Gut, so viel dazu. Dann sind noch wieder beim Mob Hunter natürlich die drei Quests da. Ja, diese üblichen, die da, die da und die da. Weil das Ritual ja an war. Und dann habe ich bei Soundcraft noch eine fertig. Und zwar diese da. Da. Dafür brauchen wir ein Saumium Golem. Also nicht das Upgrade Fire. War wirklich im Endeffekt, ich habe es gelernt, nachdem ich, also ich weiß nicht, ob das Fire, ich glaube, das Fire hatte ich schon vorher, aber spätestens nach dem Advanced Golem, denke ich mal, ploppt das auf. Nun ja, so, da habe ich so ein Fire-Ding gemacht und dafür kriegen wir einen Zaumium Golem und einen Golems Workbench, die wir eh schon mal machen mussten. So, ja. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal mit der schlechten Nachricht an. Um dann nochmal eine gute zu bringen und dann eine weniger gute. Die, Moment, ich mach mal ganz kurz einen Cut. So. Ich hatte nämlich gerade irgendwie meinen Mund, war gerade schwarz. Ich habe keine Ahnung warum. So, schlechte Nachricht. Das Portal hat sich verändert. Ihr seht jetzt praktisch diese große Form davon. Ich habe auch extra ausgebaut. Schlechte Nachricht, es ist gar nichts passiert. Ich habe hier extra, weil ich mir gedacht habe, es kann nicht sein heute Morgen. Das war 12 Stunden nach der Aufnahme gestern, sah es so aus. Da habe ich mir gesagt, okay, du machst jetzt mit dem Creative mal so einen Chunkloader, einfach nur um sicherzustellen, dass das Ding geladen ist. Es ist jetzt nachts 1.30 Uhr. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich gebe mir jetzt diese Shards, weil ich nicht einsehe, jetzt hier noch Ewigkeiten zu warten, wenn das Ritual jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Ich weiß nicht, was kaputt ist. Ich habe in die Configs geguckt. Mir hat heute jemand in die Kommentare geschrieben, vorhin. Da muss ich noch drauf antworten, falls derjenige das nicht sieht. Es ist so, dass die Dinger sich eigentlich in der Luft ausbreiten. Allerdings ist es in der Config ausgeschalten. Ich habe in die Agrarian Skies Config für Blood Magic geschaut und ja, es buddelt sich nicht durch irgendwas durch, es erzeugt keine Dinger in der Luft, das ist alles ausgeschalten. Das heißt, hier im Void Age, es war schon gut, dass ich hier die Plattform noch erweitert habe, weil ich mir unsicher war, aber ich finde es ziemlich bescheiden, dass nach 24... über 24 Stunden. Das Ding steht jetzt schon seit über 24 Stunden. Und es ist nichts passiert. Und das stört mich. Und die Hälfte der Zeit war ein Chunkloader extra nochmal zusätzlich da. So, dann hier hinten. Das ist jetzt die gute Nachricht. Wie ihr seht, hier spawnen ja manchmal Kühe oder so. Und hier sind auch Tainted Chicken und sowas gespawnt. Weil die Kühe und so weiter, wenn die hier halt stehen oder hier drauf spawnen, ich weiß nicht genau, wie rum das ist, können die infestet werden. Und dann haben wir praktisch so... Ich meine jetzt mal Folgendes. Einfach nur, damit ihr es gesehen habt. Ich werde es nicht töten. Ach nee, guck mal. Da hier, das kriegt gerade Schaden. Ich weiß nicht, ob sich das gleich verwandelt, das Vieh. Ich mache trotzdem mal in der Zwischenzeit hier schon mal, das hier. Weil ich es einfach nur mal zeigen möchte. Und zwar. Ja, okay. Nee, hat sich doch erledigt. Ja, halt Tiere verwandeln sich dann und sind dann so infestet. Also tainted Dinger. Und wenn ihr tötet, kriegt ihr tainted Goo, beziehungsweise Tainted Tendril. Und Tainted Tendril ist genau das, was wir gebraucht haben. Also hat sich das hier schon mal gelohnt. Ja, das hat sich nicht gelohnt hier oben. Und deswegen werde ich mir Folgendes geben.
Und zwar diese Shards. Und zwar 20 von, ich weiß jetzt gerade nicht, welche ich brauche, warte, von wo brauche ich 25? Also 25 rote. Ich mache das mal so. Wie gesagt, es tut mir leid und da denke ich mal, brauche ich auch nicht auf euch zu warten, weil ich glaube, ihr könnt das verstehen, wenn nach 24 Stunden da gar nichts passiert ist. Wobei, wenn ich mir überlege, das letzte Mal, als wir das Ritual aufgebaut haben, noch in der Folge, in den 30 Minuten, ist da so viel passiert und wir konnten schon die ersten Dämonen töten und so weiter. Also, das ist anscheinend kaputt und ich sehe jetzt nicht ein, nochmal ein neues zu bauen. Denn ehe ich 15 Millionen im Netzwerk habe, dauert das eine ganze Weile. Und ja, gut, von daher, ne? Dann ist das Zeug, genau, so, dann machen wir das mal wieder aus. Weil das wäre im Endeffekt ja eh nur warten und töten, was ich da jetzt gemacht habe. Und von daher hoffe ich mal, es geht in Ordnung. Gut, im Endeffekt muss ich ja selber wissen, ob es für mich in Ordnung geht. Gut, dann machen wir jetzt mal hier so. Crystal Cluster. Und ich habe nicht nachgeguckt. Es tut mir leid. Blood Magic Tier 6. Jetzt habe ich Tier 5 eingegeben, Tier 6. So. Weil ich wieder dämlich war und vergessen habe. Rune. Blood Runes haben wir ein paar. Weiß nicht, ob die reichen. Jetzt gucke ich mal hier ganz kurz den Altar an, wie der aussieht. Aha. Brauchen also... mein Arm juckt. Wir brauchen 2 Platz. Gut. Kriegen wir hin. Dann machen wir mal. Habe ich denn noch Stonebrick irgendwie vielleicht? Kann ich irgendwie ansonsten bestellen? Mal 400 Stonebricks. So. Will man noch mal ein bisschen was haben. So, das heißt, wir gehen jetzt hier 1, 2 nach vorne und dann hier unten hin. So. Ich mache schon mal Folgendes. Ich schmeiße schon mal hier die Maschinerie an. Klick. Beziehungsweise das Ding ist ja schon voll. Na gut, Monster können wir schon mal sparen. Und dann brauchen wir jetzt hier... Moment. Wir müssen jetzt hier im Endeffekt nach hier. Dann haben wir hier eine Säule, die... Auf welche Höhe geht die? Ich glaube, ein höher als das, ne? Können wir ja gleich sehen. So, und dann hier oben müsste hoffentlich stimmen. Bin mir mal unschlüssig. So, und da oben muss dann so ein Crystal Cluster oben drauf. Und dann wieder einmal... Moment, das ist falsch. Ich bin falsch. Quark. Ach, ich bin dämlich. Mensch, ich mach mal. Das muss nämlich nach hier. Wir müssen nein, weiter raus. Ich habe mich vertan. Es tut mir leid. Es muss ja viereckig sein. Und nicht so unförmig. So, aber hier muss trotzdem frei bleiben. Das ist egal. Ups. Das heißt, der hier ist frei. Der eine. Da muss kein Blood Rune win. Das ist egal. So, und während ich das jetzt aufbaue, mal eine Frage an euch. Und zwar... Bin ich am Überlegen, also, ich glaube, ich habe das ja schon mal vor Ewigkeiten gefragt und dann nicht richtig gemacht und jetzt weiß ich nicht mehr, ob es noch jemand sehen will. Ich bin am Überlegen, ob ich wieder öfter mal einen Mod-Update mache oder vielleicht sogar einen Modding-Stream. Das heißt, in dem Stream werde ich wahrscheinlich nicht zocken, weil... meine Internetleitung es im Endeffekt nicht hergibt, dass ich spielen kann und nebenbei streamen. Aber ich kann theoretisch ein statisches Bild, wie es bei Modding, weil man da ja nur die Programmoberfläche und ab und zu mal Minecraft, wenn ich teste, was sieht. Würde euch das interessieren? Oder sagt ihr, nee, Code für dich? ist mir im Endeffekt total egal, was ihr sagt. Ich würde es einfach nur mal gerne wissen. Denn, ja, es wäre schon interessant. Ja, halt das und ob ich vielleicht mal gelegentlich Mod-Update-Videos machen soll. Also wie praktisch jetzt so, was haben wir, was habe ich jetzt in der Zeit gemacht und wie funktioniert das und... Ich glaube, Mod-Spotlights hatte ich ja schon mal gefragt, ne? Ich frage jetzt trotzdem nochmal. Ich will jetzt mal, dass ihr mir wirklich in die Kommentare schreibt, was ihr noch sehen wollt. Wenn möglich,
Also es können auch noch andere Spiele sein, wenn ihr sagt, okay, ich möchte jetzt, solange es nicht League of Legends ist. Nein, League. Jetzt habe ich. Ich bringe das immer durcheinander. Es tut mir leid. League. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch total egal. Also LOL. Nein, das mag ich nicht. Es tut mir leid für alle, die es mögen. Das werdet ihr hier nicht sehen. Auf der anderen Seite würde euch, was weiß ich, interessieren, dass ich mal wieder mehr Battlefield spiele oder sowas. Keine Ahnung. Schreibt es mir bitte. Einfach mal, wir machen jetzt diese Folge so ein bisschen. Schreibt mir, was ihr noch sehen wollt. Und ob ihr meine Vorschläge sehen wollt. Das wäre sehr nett. Vielen Dank schon mal. Ich freue mich, wenn da Kommentare kommen. Und ich sagte jetzt einfach mal, hey, wir haben Tier 6. Sehr gut. Also so ist richtig. Und zwar muss ich ein ernstes Wörtchen reden. Ich mache auch mal die Musik hier kurz. Stopp dafür. Was heißt ernstes Wörtchen? Ich habe jetzt unter dem Video von diesem Teaser-Video zu Project Unstable 3 und unter nachfolgenden Videos habe ich Kommentare gekriegt von wegen, hey, kann ich mitmachen? Ich kenne mich da aus, alles gut. Ich hätte mir persönlich wäre es eigentlich egal. So, das ist jetzt keine Freitrittskarte, denn es ist nicht möglich. Es wäre mir egal, aber es ist nicht möglich. Denn die Sache ist die, wenn wir es einem erlauben, müssen wir es allen erlauben. Wir können halt nicht sagen, hey, okay, du hast jetzt 17.803 Mal geschrieben, dass du dabei sein möchtest, dass du dich gut mit Mods auskennst, du hast Videos und alles Mögliche. Wenn wir es zu einem sagen, müssten wir es zu allen sagen, auch wenn es im Moment nicht viele sind. Nur es ist halt immer die Sache, man kann nicht, ich meine, bitte seid mir nicht böse, aber wir können nicht jeden einfach aufnehmen. Wir arbeiten jetzt, so, jetzt erstmal so die relativ gute Nachricht. Wir arbeiten daran, dass wir einen Community-TS basteln. Das heißt, wir machen einen TS, wenn ihr draufgehen, könnt ihr mal mit uns sprechen, könnt mit uns was spielen, was anderes, was weiß ich, Ark, keine Ahnung, müssen wir mal gucken, je nachdem, worauf wir Bock haben, was wir so alles für Spiele haben, was man so zusammenspielen kann. Aber wie gesagt, Project Unstable, das Problem mit der ganzen Sache ist, auch wenn, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt 400 Leute, die eure Zeitschrift abonniert haben. Sagen wir es mal so. 12 davon lesen sie, der Rest schmeißt sie nur weg oder benutzt sie als Anzündhilfe. So in etwa ist es bei mir. Habe ich das Gefühl. Und von diesen 12 Leuten, die halt regelmäßig lesen, das finde ich auch super, und halt auch regelmäßig Leserartikel schreiben, keine Ahnung. Ihr setzt dann rein, wir fangen eine neue Rubrik an. Und dann kommen die 12 Leute an und sagen, wir wollen da mitschreiben. Ihr kennt diese 12 Leute nicht. Und ihr macht im Endeffekt, ihr stellt was zur Verfügung, was mehr Leute abonniert haben. Es lesen zwar nur 12, aber partiell, also wenn man es jetzt global sieht. Wenn ich jetzt das sagen würde, okay, hey, ja, okay, mach doch. Selbst mit Referenzen, du weißt nie, wie derjenige dann, ich weiß nicht, ich will jetzt wirklich niemanden vor den Kopf treten, aber es ist schwierig, Nein zu sagen, aber ich sag jetzt einfach, es tut uns leid, wir können nicht, deswegen machen wir ja den Community-DS. Jetzt so ein bisschen die gute Nachricht. Wir machen das ja extra so, damit wir mit euch ein bisschen reden können, spielen können, alles Mögliche. Und wenn ihr sympathisch seid und alles Mögliche, weil es ist einfach manchmal schöner, mit Leuten zu reden. Und ich muss sagen, Skype ist jetzt nicht unbedingt die beste Möglichkeit dazu. Aber ich habe kein Skype mehr. Ich habe jetzt seit fast 2 Jahren kein Skype mehr benutzt. Ja, wie gesagt, ne?
wir arbeiten am Community TS, dann können wir da ein bisschen quatschen. Also nicht für mich Community, sondern Project Unstable TS. Und ja, wie gesagt, dann hoffe ich mal, dass da vielleicht wir uns ein bisschen besser kennenlernen. Und bitte nehmt es euch nicht zu Herzen, wenn ihr da nicht in so ein Projekt reinkommt. Es tut mir wirklich leid. Es ist ein privates Projekt. Wir versuchen dieses Mal, wir sind dabei, die ganzen Modmacher zu fragen, ob wir Erlaubnis kriegen, ihren Mod in einem öffentlichen Modpack zu verwenden, wenn wir die Erlaubnis von allen haben. Und selbst wenn wir nicht von allen haben, von denen, wo wir die Erlaubnis haben, das packen wir zusammen und gucken mal, wie wir es hinkriegen. Basteln wir ein Modpack, stellen das für euch zur Verfügung und dann könnt ihr das praktisch auch zocken. Ihr habt praktisch fast das gleiche Modpack wie wir. Aber wie gesagt, bitte nicht böse sein. Wirklich überhaupt nicht böse sein. Wir können es einfach nicht. Der Server, die Ressourcen, das alles mögliche. Wenn ich mir angucke, was auf kleinen Minecraft-Servern schon passiert ist, was ich jetzt gehört habe von Blackie beispielsweise, weil er da auf Cube Nation administriert. Es ist ja so, selbst sie haben mit DDoS-Probleme durch Leute, die gebannt wurden. Und wenn wir wissen noch gar nicht, wie wir es richtig machen sollen mit dem Community TS, weil das wird dann auch witzig, weil dann ist die IP im Endeffekt da. Wir überlegen, ob wir den auslagern auf einen anderen Server. Weil sobald dann irgendjemand ankommt und denkt, hey, die DDoS'e ich mal, dann haben wir ein Problem. Denn dann kommen wir auf keinen von unseren Servern mehr. Und es ist halt, ich will nicht sagen, dass ihr böse seid oder so. Ich denke nicht, dass meine Community böse ist, aber es gibt immer schwarze Schafe. Überall. Es war ja neulich so, dass die Minecraft irgendwie vorgestern oder so, ich weiß nicht genau, waren die Minecraft-Session-Server down. Das war ein DDoS-Angriff auf die Minecraft-Server. Und die komischen PvP-Server, diese Hypixel und alles mögliche. Weil anscheinend irgendeiner sich gesagt hat, hey, ich wurde gebannt und ich habe keinen Bock, das jetzt und ich zahle das jetzt den Heim dafür. Das ist ein bisschen scheiße, wie ich finde, aber naja, gut. Ja, so. Genug von mir, ich mache wieder Musik an. Wie gesagt, bitte nicht böse sein, ich muss da jetzt einfach nochmal drüber reden. Ich wollte eigentlich zuerst ein anderes Video drüber machen, aber ich habe mir jetzt gesagt, komm, mach's das, du hast eh nicht mehr viel, was du in der Folge noch schaffst. Dann machst du es so. Ne? Bitte versteht mich in meiner Situation. Es tut mir wirklich leid, ich würde gerne mit allen von euch zusammenspielen, aber erstens, mal in Minecraft ist es ein bisschen schwierig, so viele Spiele auf den Server zu kriegen. Mal davon abgesehen. Aber, wie gesagt, ihr vertraut auch auf der Straße nicht jedem, den ihr nicht kennt und gebt dem, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr geht über die Straße und gebt jemanden euren Haustürschlüssel und sagt, hey, kannst mitspielen. Derjenige kann dann alles kaputt machen. Kann klauen, kann was weiß ich. Und das möchten wir nicht. Nicht, dass wir denken, dass ihr es machen würdet, aber ich denke, ich habe es jetzt oft genug ausgeführt. Es tut mir leid. Und bitte wirklich, nehmt es mir nicht böse. Es geht halt nicht immer. Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es dann die Tage auch endlich mal die Project Unstable Map hochzuladen, was ich schon seit Ewigkeiten machen wollte. Ich bin zu beschäftigt oder faul. Je nachdem. Gut. So, jetzt lassen wir das wieder beiseite. Jetzt habe ich irgendwie die halbe Folge mit Project Unstable zugequatscht und nun ja. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen 200.000. Wir haben 100.000 drin. Das heißt, wenn ich das mache, müsste es jetzt relativ rapide abnehmen. Ich warte jetzt mal auf 8.000 und dann schalte ich das Ritual an. Oder auf 80.000 sind es ja. Klick. Das reicht nicht mal. Ich weiß nicht, ob das überhaupt reicht, was da oben stirbt gerade. Meine Spawn tut ja immer mal was. Ja, lass uns überraschen. Kann ich mal. Moment. Ich hab doch. So das hier. Nee, es geht noch hoch. Oh, jetzt geht's runter? Okay.
Es geht sehr schnell runter. Kann man was sterben, bitte? Aber. Und spawnt. Ich gehe mal ein Stück weit weg. Ein bisschen mehr spawnen vielleicht. Spawnt da was? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht unbedingt. Ich glaube, wir verlieren Zeug. Nee. Wir kommen nicht hoch. Da oben spawnt einfach zu wenig. Ach. Habe ich denn... Ich meine, ich könnte noch ein bisschen von meinem Blut reinballern. Aber es wird nicht viel bringen. Ja, ich habe mich sogar getötet. Klasse. Falsche Richtung. Moment. Ups. So. Dann machen wir nochmal. Jetzt habe ich mich sogar getötet. Verdammt. Das wollte ich nicht. Scheiße. Wir haben ein Problem. Ne, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Noch nicht. Es ist nicht alles weg. Aber alles andere ist weg. Denn Hopperhock und Trashcan. Fuck. Dann ist der Backup Folding noch da. Fuck! Ja, jetzt bin ich richtig sauer. Weil wenigstens ist der Back noch da. Wäre der Back nicht da, dann wäre ich jetzt wirklich ein bisschen ausgedeckt. Moment, ich will mal ganz kurz. Ob es sich überhaupt lohnt. Nee. Es spawnen nicht genügend Monster da oben. Trotz der Tatsache, dass da... Ich weiß nicht, es spawnen dauernd Monster, aber es reicht nicht. Ich habe so viel Sacrificial-Zeug. Es reicht einfach nicht. Ja, super, wir haben uns getötet. Ich bin begeistert. Wir haben gerade alles verloren. Am meisten kotzt mich gerade so ein bisschen die Spitzhacke an. Ich meine, den Rest habe ich ja zum Glück noch hier drin gehabt. Ja, ne? Ich überlege gerade, was noch fehlt. Allzu viel hatten wir ja nicht dabei. Hauptsache die Spitzhacke und eigentlich meine Rüstung. Habe ich denn noch... Mal hier so. Wir können jetzt mal nochmal arbeiten. Nun ja, so viel dazu. Klasse. Wir haben es gedöhnt, es hat nicht mal was gebracht. Ach man, heute ist nicht mein Tag. Heute ist überhaupt nicht mein Tag. Habe ich noch irgendwie. Ich glaube, mein Resonant Exchanger ist weg, ne? Habe ich eine Pickaxe irgendwie eine? Ich habe noch die da. Ah, ein Zombie gespawnt. Ah nein, mein... Ich weiß, was noch weg ist. Meine Armbrust ist weg. Ach, Mann. Na gut. Noch mehr Offscreen-Arbeit. Wuhu. Freude pur. Nur weil da oben die scheiß Mobs so viel droppen. Am liebsten würde ich jetzt die Folge beenden und einfach aufhören, weil ich gerade richtig angepisst bin. Es tut mir leid. Achso, ich habe ja nicht mal einen Magnetring. Ach, Mann. Magnetring. Nein, ich wollte diesen da. Und diesen da. Und dann diesen da. Okay.
Wenigstens haben wir den Angel Ring nicht verloren. Das Schwert haben wir wenigstens auch noch. Wir müssen uns wenigstens verteidigen. Ah ne, hier war noch ein Division Sigil. Guck mal. Da war sogar noch eine Sache, die überlebt hat. Die die Hobbahawkmann nicht eingesammelt hat. Naja. Nun gut. Bin richtig sauer gerade. Haben wir jetzt noch unseren Orb? Wir haben unser Wireless-Terminal verloren. Ich glaube, wir haben auch unseren Orb verloren. Oder? Master Blood Orb haben wir noch, aber ich glaube, wir haben unseren Archmage verloren. Aua, danke. Ach Mann. Nein, ich will mir das doch nicht. Ich will das Ding. Läuft ja noch was? Ja. So. Super, dann verbringen wir jetzt den Rest der Folge. Ich mache jetzt erstmal diesen scheiß Cheat-Mod hier aus. Reg mich langsam auf. Jetzt hab ich das. Stirb. Weil es Terminal. Und das Ding da. Brauchen wir das Ding da. Also so ein Ding. Terminal, das kannst du mal craften, bitte. Und dann brauchen wir 8 davon. So. 8 davon, um was? Okay. So, Dense Energy Cell und Klick. So, jetzt haben wir das schon mal. Wir haben auch schon wieder einen Helm. Yippie. Ist auch gleich fertig. So. Dann kommt das mal hier rein. So. Alles wäre verbunden. Haben wir jetzt wenigstens wieder Zugriff. Yippie. Ach, Mann. Schlimm. Ich könnte das in der Hand halten, dann kriege ich noch ein bisschen FP. Problem ist, wir werden das einfach nicht schaffen, diesen Orb zu konvertieren. Weil es einfach viel zu viel ist. Und die Mobs da oben einfach viel zu wenig spawnen, trotz aber allen möglichen Vorkehrungen. Wir kommen wieder nur auf 15.000, dann geht es langsam runter. Das hält es nur ganz kurz auf. Das ist doch blöd, Mensch. So, und jetzt geht's runter. Na, oder? Schaffen wir es? Nee. Jetzt spawnt wieder Ewigkeit nichts. Spawnt wieder Ewigkeit nichts. Ich weiß nicht, warum spawnen da manchmal gar keine Mobs da oben. Nee, das reicht nicht. Ich meine, ich kann es mal da lassen, aber ich glaube, wir werden gern null laufen. Jetzt sind wir schon bei 14. Nee, das kann man vergessen. Das geht jetzt wieder. Ich mach's raus. Dann lieber lege ich einen Orb rein. So, und die Folge ist auch. Ich glaube, ich beende jetzt wirklich die Folge, weil ich bin jetzt ein bisschen genervt. Dass der mir beim letzten Rechtsklick gefühlt 2 Herzen abgezogen hat. Nun ja.
Also, wahrscheinlich waren es zwei Herzen. Jetzt habe ich das... Weißt du was? Verrecke im Wasser. So, nun denn. Ich werde noch mal ein paar Sacrifice... Ja, eigentlich brauchen wir ja Capacity. Die Dinge brauchen wir eigentlich. Dann Mute Slate. Sonst machen wir das noch ganz schnell. Und dann habe ich ein Mute Slate. Ja, die habe ich sogar. Einmal dürfte ich auch haben und dann machen wir das ganz schnell nochmal. Also wir werden schon mal die Kapazität im Altar an sich haben und dann wird das hoffentlich nächste Folge was. So, ein Stack. Resonant Exchanger. Das heißt, wir brauchen einen Tesseract. Und zwar so ein. Wir brauchen einen Resonant-Ding. Und zwar, davon haben wir sogar einen. Wunderbar. Das heißt, wir müssen jetzt nur auf den Tesseract warten. Okay, das heißt, er füllt den jetzt nur noch und dann haben wir das schon mal wieder und dann können wir das dann exchangen und dann ist alles gut. Mache ich nochmal die Flux-Armor und dann lasse ich es für diese Folge. Besser kann es nicht mehr werden. Es ist eh schon... Es klappt hier gerade gar nichts. Es ist irgendwie... Danke. Was haben wir noch? Dieses Pain? Ich guck dann mal, was wir hatten. Auf jeden Fall den Bogen. Den werde ich nochmal neu machen müssen. Nun denn. Nein, du kommst... Nein, raus. Du kommst rein. Charge mich mal ganz kurz. Dauert ja nicht lange. Ja, okay. Dann fange ich schon mal... Ich charge ihn danach fertig. Dann beende ich schon mal langsam die Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bei dieser... Warum ist da eine... Ach, die ist da oben. Ich weiß, wo die gespawnt ist. Ich finde es sehr toll, dass hier oben einfach mal ein Ding spawnen und runterhüpft. Alles blöd. So. Zufrieden. Drecksding. So, dann haben wir jetzt hier... Können wir... Warte mal, Superior? Vielleicht mache ich gleich Superior raus. Nee, mach ich nicht. Dann bauen wir mal ganz kurz die da. So, dann ändere ich das mal ganz kurz und dann gucken wir mal, ob es überhaupt reicht. Ich denke zwar schon, aber... So, hier nochmal lang. Haben wir noch genug. So. Kommen wir nochmal lang. Okay, jetzt nochmal aus. So, wir haben jetzt eine Kapazität von... Zeigt mir nur das Ding an. Die reicht auf jeden Fall. Also können wir das Ding einmal füllen, dann ist gut. Alles klar. Dann machen wir das nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn wir jetzt alle unsere Items verloren haben. Ich bin sauer. Ich crafte jetzt noch die Flux-Armor wieder und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder in relativ alter Statur. Das heißt, ich werde noch mal ein bisschen Armbrust craften. Und ja, gut, dann danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis nächstes Mal. Auf Wiedersehen. Adieu.